In der Champions League ist zwar nur noch ein deutscher Club vertreten mit dem FC Bayern, aber viele deutsche Spieler sind dennoch mit dabei, weil sie eben im Ausland unterwegs sind. Als da wären einige Prominente wie Toni Kroos, der das Turnier in den letzten 2 Jahren mit den Königlichen gewonnen hat. Er hat schon 5-mal gespielt, knapp 400 Minuten stand er in der Königsklasse auf dem Platz. Eine Vorlage hat er geliefert. Marc-André Ter Stegen, der 4 von 5 Spiele in dieser Champions League-Saison zu 0 gespielt hat. Er wird gefeiert bei den Katalanen beim FC Barcelona, weil er einfach richtig solide spielt. Dann haben wir 2 Deutsche bei Manchester City. Leroy Sané, gestern hat er sein Blitz-Comeback gegeben nach 2,5-wöchiger Verletzungspause, hat einen Kurzeinsatz gehabt gegen den FC Basel. Noch auffälliger war İlkay Gündoğan, der 2 Treffer erzielt hat gestern Abend. Beide waren sie wunderschön. 1 mit dem Fuß und 1 per Kopf. 6 Spiele hat er gemacht in dieser Champions League-Saison. Und Emre Can ist ja auch noch mit dabei, spielt heute Abend mit dem FC Liverpool gegen den FC Porto, hat bislang alle 6 Gruppenspiele absolviert und dabei 1 Tor erzielt. Und das sind noch einige weitere Deutsche, die in der Königsklasse noch am Start sind. Sortiert alphabetisch übrigens. Tolga Arslan bei Besiktas Istanbul unterwegs, 4-mal gespielt, hat ja dort gerade seinen Vertrag verlängert. Julian Draxler kam immerhin auf knapp 300 Spielminuten in der Königsklasse. Johannes Geis wurde auch einmal eingesetzt für den FC Sevilla. Über 90 Minuten. Benedikt Höwedes, ja, er steht bei Juve unter Vertrag, ist A, verletzt und B, gar nicht auf der Königsklassenliste für diese K.O.-Phase. Das heißt, der wird auch nicht mehr zum Einsatz kommen beim FC Liverpool. Dafür Loris Karius im Tor mit 6 Spielen, 540 Minuten. Sami Khedira, gestern wurde er ausgewechselt nach einer guten Stunde, hat 5 Spiele absolviert. Und Antonio Rüdiger war 4-mal für die Blues, für den FC Chelsea im Einsatz, etwas über 200 Minuten Spielzeit. Und Kevin Trapp, ja, der hat es gerade schwer bei Paris Saint-Germain im Tor.